Karlsruhe, vor allem mit dem Blizzard, der kann natürlich jetzt in Overtime-Situationen richtig wehtun. Erstmal der Versuch. Milo aber der Erste, der hier fällt. Juju findet tatsächlich die Headshots und die Voxy ja auch mit dem nächsten. Beide DPS jetzt down, zusätzlich der High Noon nochmal drauf. Die Voxy aber derjenige, der gerade den Damage macht für sein Team. Aber Hutchen, um zu überleben. Mehr ist aktuell nicht drin. Klixor schafft jetzt nochmal einen Kill. Die Chance vielleicht irgendwas jetzt zu machen. Blizzard ebenfalls drauf und Karlsruhe irgendwie beißen sie sich wieder rein. Aber die Nate, die ist schon wieder super auf Mobile Time. Ja, dann seid ihr wieder Evoxy. Anti. Jetzt Chrissy hier mit der Ready. Die wird auch direkt eingesetzt. Auf der anderen Seite findet man aber Stella Luna schon. Ja, die Tracer, die wird ja Overwatch One-mäßig komplett zerstört und auseinandergenommen. Jetzt die Brick auch wieder low. Drop allerdings erstmal mit dem Kartenfest auf jeden Fall da. Das heißt, erstmal wird nicht so einfach die Mines auf den Punkt machen. Das ist auf jeden Fall nicht gerade einfacher. Und zwar schöne Resource für die Brick an Healing. Allerdings auch nicht wirklich so nett, wenn Jana auf der anderen Seite trotzdem nicht reinfällt. Allerdings Sleepwell, die findet hier IE Hoxy mit einer Nate und einem gut platzierten Schuss. Ja, und wir sehen einfach CC um CC immer wieder in den Doofest rein. Coach Gun, Brick, schon wieder einmal der Versuch hier. Dazu der Rock, jetzt einmal die Ult von Mobentime in die Backline. Nano auf Doofest mit dem Versuch hier irgendwas zu machen. Bob zudem auf den Punkt, um zu contesten. Aber auch der fällt gegen die Kizuna relativ schnell. Schöner Stick nochmal gesetzt. Western Spy kann da nicht mehr viel machen. Chrissy versucht irgendwie am Leben zu bleiben, aber du musst eben auf dem Punkt am Leben bleiben. Jetzt allerdings, Mobentime, der versucht natürlich erstmal wieder sich so ein bisschen Space hier zu sichern. Blade kommt raus, auch Nanoblade, findet erstmal Juju, dann Evoxy und das wird erstmal der Fall sein, denn auch Mobentime, der kann den zwar ein bisschen gegenhalten, aber im Endeffekt. Zwar in Overtime und trotzdem, der Point Cap ist nicht mehr weit entfernt. Diese Linie, wir sehen sie schon, jetzt aber kommt die Blade dagegen, die Nanoblade von Milo. Bis jetzt häufig nicht mit wahnsinnig viel Erfolg, aber dieses Mal kennt er beide Supports. Währenddessen Chrissy kann da Pax auf den Punkt eliminieren. Mobentime fällt ebenfalls die Pulse Pop nochmal drauf. Apo Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Klixor, der finde ich eine Menge an Aufmerksamkeit von Chrissy, die da sehr low folgt. Und jetzt auch das gesamte Würzburger Team low. Und momentan, der hat da, glaube ich, einen Field Day für jeden Ball-Main. Und kann zumindest da einmal gut liegen setzen. Jetzt allerdings auch Milo und Western Spy, die eine Menge an Picks setzen können. Und ja, momentan jetzt nicht mehr so wirklich am Start, muss man nett zu formulieren. Klixor versucht wieder mal an diese Backline ranzukommen. Aber direkt naded und 1 HP und die Voxy fällt, weil Milo gerade richtig aufdreht auf dieser Tracer. Kriegt auch noch den letzten Damage da rein auf Morbentime. Zwar Western Spy jetzt down. Sehr, sehr deep da gepusht von Stella Luna. Muss den Self-Destruct erneut usen in der Situation, wo es vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Aber ganz ehrlich, der Chase nach wie vor Erfolg. Wir sehen ja einfach, wie unangenehm das ist, diesen Poke Damage da noch irgendwie reinzusetzen. Und jetzt keiner man den Engel ein bisschen, hat trotzdem noch Deckung. Der Bastion fällt hier sehr low, kann gerade noch durchgepumpt werden. Versucht hier über den Sneaky Nate, die tatsächlich an Neufries hängen wird und den Pick auch noch findet. Das heißt, man hat die Möglichkeit wieder zurückzuschlagen. Curve fällt hier nach wie vor low. Der Rogan da aktuell nicht so wahnsinnig vielen Möglichkeiten, einfach seine Ult zu farmen. Auf der anderen Seite die Foxes, die jetzt um Ramattra runterswappen, eine gute Entscheidung, wie ich finde. Also mit der Orisa die Barrage da ins offene Fenster rein. Auch riskant. Lerogan findet den Headshot sogar. Trotzdem Onlyflex down. Das sollte man nicht resen können. Auf der anderen Seite ist der Rest möglich. Ich sag's gerade. Trotzdem geschehen. Und der nächste Buch von Wildcloud. Da wäre fast noch das Boot in die Quere gekommen. Aber so gelingt es ihr, den nächsten Kill mitzunehmen. Jetzt die Farm Mercy. Und das ich habe eben gedacht, haben wir die Teams aus Versehen vertauscht? Weil das ergibt jetzt eigentlich nicht so viel Sinn. Gerade weil die Farm Mercy sich auch alles relativ gut bewiesen hat, allerdings ist das komplett egal. Entschuldigung? 4 consecutive Headshots einfach auf Farah und Mercy. Also, I guess, da war doch ein Hidden Pick. Aber Onlyflex, der kriegt jetzt diesen ersten Kill. Das Problem ist, die Fox ist jetzt an dem Punkt, wo sie hier gerade fighten, sind sie auch im Last Fight Territory. Wenn sie diesen Fight hier jetzt verlieren, dann muss es ganz, ganz schnell gehen, wenn sie nochmal einen Recontest haben wollen. Jetzt ist im Modell viel down. New Freeze konnte man in der Zwischenzeit zwar wieder zumindest ein bisschen hochheilen. Verlierst aber jetzt die Ana auf dem Weg und die Farah guckt dir das an. Die kann so frei spammen und da fällt jetzt also der Pub. Clara ist down. Beide Teams noch kein Lucio. Das heißt, beide Teams noch ein bisschen länger. Das waren jetzt hier oben im Weg. Und wo ging denn der Shad dahin? Das ist gute Frage. Dahin, wo jetzt der Rescue, denn der ist schon wieder da. Es ist hier reines Chaos und alle sind frozen. Patrock kriegt hier Kill um Kill um Kill und jetzt ist es der Bastion, der da einmal fröhlich durchgeht. Der Charge sitzt aber ebenfalls durch den gerasten Reinhardt. Nochmal einen Artillery Strike draufwerfen. Haben gute Tools, um das hier zu machen. Ja, und die May ist schon raus aus dem Block. Da werden direkt 2 Picks gefunden. Der Reinhardt auch low. Da muss die Bastion und gar nicht mehr so richtig einsetzen. Der Reaper auf dem Punkt. Der letzte, den man kurz kann, allerdings die Nade ist ein Länger an Targets. Jetzt allerdings, ja, May und Bastion auf den Punkt gesetzt.
Und natürlich weiter schön am Pushen. Jetzt der Reinhardt natürlich wieder am Plan. Sehr schöne Wall. Dafür sorgt, dass zumindest jetzt erstmal ausreichen. Und eine sehr schöne Bastionate hinterher. Ein sehr schöner Shatter auch. Und ich meine. Trotzdem, Würzburg hat alles gerade, um das Ding hier klar zu machen. Mit noch 2 Minuten auf der Uhr. Jetzt diese letzten Meter, die tun nochmal extra weh für die Lübecker. Der Versuch, die Nate schon wieder super rein. Und tatsächlich verlierst du hier die Ana auf dem Weg wieder. Der Versuch mit dem Blizzard hier einmal. Der Shatter kommt durch, findet niemand und Gazan ist da mit dem Artillery Strike. Kriegt 2, der Rest zwar nochmal raus, aber die Würzburger, sie sind jetzt gerade komplett in der Kontrolle. Sleep nochmal raus.